Heiketten, wenn sechs Leute abgeholt werden müssen, dürfen wir dann den Bus nehmen oder sollen wir uns auf zwei Autos aufteilen? Okay, alles klar. Danke, ciao. Hi, na, guten Tag. Na klar. Ich hab echt scheiße Durst, schon seit einer Stunde. Ich hab noch was zu trinken. Hat zufällig einer von den netten Herren was zu trinken? Nein, das ist doch nicht. Der Chai bin ich ja noch an. Ja, den sollte man nur, wenn er auch nass ist, sonst quietscht das. Ja. Nee, nicht auf schnellere Intervall. Da rubbelt sich der Gummi ab, ne? Oh, ist ja wohl leck. Okay mit dir? Die Servo-Spend hier. Ja, ich weiß. Oh, gut. Der hat unsere Kollegin umgesetzt. Alles okay bei dir? Ruhig. Au, nein, mein Bein tut richtig weh. Mist, Blair. Du kennst mich doch, wenn ich wirklich sauer bin. Ja, kriegst einen Kegel für den Kopf. Du bist rein. Ich bin da weg. Ey, Alter, wirklich. Damit auch. Du bist der Willi Sand oder was? Stell dich mal alle um ihn rum. Tong, du auch. Was denn? 5 gegen Willi. Scheiße. Ist weg. Ja, ich glaube, wir kommen da nicht mehr hinterher. Da bin ich. Warte mal. Nee. Ist die Klimaanlage defekt oder was? Ich weiß nicht. Hört sich an wie ein Riemen, der irgendwie falsch läuft. Ich weiß ja, auch nicht. Eben. Von hier vorne höre ich aufgehört jetzt nicht mehr. Plötzlich. Ja. Nee. Vielleicht machen Sie nochmal den Motor an. Ja, besser Sir. Ist. Komm mal, geht doch. Wer denn sonst? Aber was hat er denn jetzt? Der stottert irgendwie. Ja. Ich glaube, der macht Mund-zu-Mund-Beatmung. Meinst du? Hallo? Kannst du bitte wieder leben? Keine Frage, darf ich zwischentanken? Nee, sie nein. Kann anhalten. Nein. Bitte? Darf ich zwischentanken? Vielleicht kannst du das ja mit Torero. Kalikatel. Kalimba. Hast du gerade den Funk? Verstanden! Ja, zieh durch Richtung Seifenbäder. Ich möchte gerade die Unterhaltung nicht stören, aber ich wollte gerne hier durchfahren. Könnten Sie eventuell beiseite treten? Aber natürlich. In welche Seite? Ja, das wollte ich gerade auch fragen. Das ist eine Seite. Also, nach der Fußverfolgung gerade finde ich die Seite am angenehmsten. Muss ist mir doch egal, hör auf zu reden. Mensch. Ich muss mit Durpin reden. Ich hab tatsächlich das. Mit Durpin reden, bitte! Scheiße, hab ich gehört, ne? Bitte! So. Das ist jetzt ein bisschen peinlich für dich, ne? Nein, du gehst jetzt nicht weg! Keine Sorge, Sir, der ist nur doof. Der ist nicht gemeint. Sind jetzt am Ring of Fire angekommen und ist verunfallt. What? Ey! Ey! Zeig mir doch deinen Schwanz! Komm schon. Weh, hier gibt's keinen geilen Loot, Alter. Dann habt ihr aber. Boah, dann vergehe ich mich an euren Leichen. Ach, drinnen zieht man ja die Hüte aus, ne? Wir sind die Hoden-Kobolde. Chemischen Anfall und wir müssen. Ist das Asthma oder Leidenschaft, Ma'am? Darf ich Ihren Polizeihund streicheln? Schwierig. Also, Sie können es gerne versuchen, allerdings könnte das auch. Ich hau dir ins Gesicht, Junge. Ich klatsch dir mit dem nackten Arsch in deine Visage. Da waren sind 2 Hunde auf der Streife erlaubt. Ein esse ich gleich. Ein Fender ich gleich. Negativ. Oha. Warum? Ja! Hallöchen. So, wissen Sie, warum Sie? Nee. Weil Sie abfahrbereit auf dem Bürgersteig standen. Ja, aber die anderen haben uns voll blockiert. Sie haben so oder so auf dem Bürgersteig nicht zu parken. Warum drücken Sie hier wild auf Knöpfen rum? Erzählen Sie mal. Sie haben gerade masturbiert und sind rangekommen. Sind sie auch so gekommen? Na, immerhin. Gute Besserung. Schönen Abend. Irgendwie ein bisschen neben der Spur, keine Ahnung. Ich bin doch mittendrin. Ja, lieber mittendrin, wie schaffst du dabei, ne? Bisschen neben der Spur, sagst du? Da 2.0 weg ist, ist ihre Schuld. Nein, ist gar nicht meine Schuld. Doch, Ma'am. Du hättest dich abends noch... Seien sie nicht gut zu Vögeln. Du hättest dich abends noch... Ja, ist sie. Was ist das denn? Körper macht Sachen. Da ich so ein Süßer bin, beißen die mich oft. Mist, wie hier. Könnt jetzt was sagen, aber ich lass es. Sag, tu es. Müsste ich dich jetzt auch beißen, weil du so süß bist? Ach so. Na klar. Einmal beißt die mir in den Oberschenkel. Was? Hilfe, Blutegel. Oh. Warte. What? Oh, hier. Aua. Hilfe, Officer. Körperverletzung. Einer. Ist ja auf die Officer zu belästigen, komm.
Das ist mein Opa. Ja, genau. Geht mal wieder arbeiten, junges Gemüse. Weißt du, warum schwangere Barbie nicht von Ken schwanger sein kann? Machen wir erstmal deinen Voice Crack weg hier. Ja. Warum? Du hast Ken came in another box. Mann. Das ist nicht mein Junge, Bett, du hast das Gästebett. Da schläfst du halt in dem Gästebett. Nein, da schlafen Gäste. Da habe ich mir das wohl die geklaut. Sondern, du hast eh Gäste. Sie ist immer mit mir in den Zelt mitgekrochen. Ja, weil sie keine andere Wahl hat, wenn nichts anderes da ist. Naja, sie hätte auch auf Couch. Wir haben Couch. Wir haben, glaube ich, 4 Couchen. Couches? Weiß nicht, was ist denn Mehrzahl von Couch? Couchen oder eine Couchios? Couchung. Ich habe 4 Couchung. Couchinen auch. Couchinen. Oh, ich glaube, Couchinen hört sich besser an. Ich habe 4 Couchinen, glaube ich. Okay. Nein, Entschuldigung, also. Nee, das meinte ich nicht. Sonne? Meine Schuhe auf dem Polster. Das ist mir doch egal, wo du dein Zeug rumhängst. Willst du meine Füße sehen? Du bist ein scheiß Perverser, ne? Warum sind die so behaart? Ja, weil ich die halt nicht auszupfe. Dafür sind da weiße Fußnägel. Willst du ein Foto machen? Nee, das verfolgt mich sowieso in meinen Träumen dann. Meine Füße? Deine... Jetzt träumst du schon von meinen Füßen? Ungehobelten Füße. Albträume, ja. Mal nicht viel kurz vor meinem Tag. Ich muss mich beefen oder ich heule. Diese 2 Stadien gibt's aktuell. Hast du einen Fußfetisch? Na, oh mein Gott, bitte. Du kannst sowas vor Quinn nicht sagen, weil die nimmt immer alles wörtlich. Ist doch lustig. Nee. Na, Juk, Zuma. Was? Fick dich selber. Was hast du denn so gesagt? Meistens hast du davor ein oder oh no. Noch nicht. Aber nicht traurig sein, du kriegst das hin. Na, Quark. Ja, bitte. Hast du jetzt einfach aufgehört zuzuhören bei Feedback? Ja, ich hab grad. Ich Kritik? Hab vielleicht oh nee, oh zu. Ja. No, ich habe gerade ein süßes Katzenvideo spontan auf mein Handy gehabt. Was ist los mit dir? Verfickte Scheiße, hör mir die Bilder immer zu zeigen, ja. Warum bin ich ohne Kopf und Verstand? Da zeigst du mir so ein Bild mitten in die Fresse, während ich hier die Bergstrecke da lang fahre. No, James, man weiß ganz genau, dass es keinen schöneren, besseren, tolleren Menschen für mich gibt als ihn. Oh Gott. Ich möchte nie mehr ordentlich sein, James. Oha, Heiratsantrag ist so romantisch. Da kommt der Propellerton. Der Python. Ist ja auch bewusst ein Würgenschlange, ne? Der war nicht schlecht. Den kannst du mal geschmeidig um deinen Hals werfen. Nee, ich glaube, das hat sie anders gemeint. Die kann auch wirken, wie ja. Die Python. Das ist ein Würgeschlange. Gork. Fickt euch beide, wirklich. Eilig. Bleiben Sie doch mal stehen. Das sieht richtig gut aus. Ja genau, einfach anhalten, Herr Romano. Das macht keinen Sinn. Noch leicht wackelt zum Westen. Dreht. Bleiben stehen und drehen einmal um. Dreht wieder. Drehen den ganzen Donut und fahren dann mal doch wieder. Ne, reißen Sie was, das können Sie... Ja. Boah, das war schon ein bisschen sexy, was wir da getrieben haben. Ja, ich finde tatsächlich, Pedisten können Sie auch sagen. Was habe ich gesagt? Habe ich Pedisten gesagt? Pedisten, ja. Ja gut, das sind halt die BZS Ola ausgenommen, ne? Da muss er bieren. Dummes Arschloch! Stück Müll, hoffentlich bist du tot! What the fuck? Wow! Einfach mal aus der Nase genudelt. Das ist jetzt so unangenehm. James Hunt zwar fahren. Ui, hallo! Ich hätte es richtig schön ein Rennen fahren, würde ich Kinder stören. Was, Kinder stören? Nein, Rennen fahren, das würde ich Kinder stören. Du willst Rennen fahren, als würdest du Kinder stören? Merkst schon, wir werden uns gut verstehen. Nee, nicht, das ist ein Problem. Ich würde keiner stören. Ach so. Klar, das darf ich schon bieten. Was ist denn jetzt los? Hast du... Haben wir hier irgendwo Erdhügel? Sind das Erdmännchen oder was? Oh mein Gott, und jetzt triggern sie sich noch gegenseitig. Steh doch mal wieder auf, bitte. Warte mal, du hast doch gesagt, deine Hände funktionieren noch. Mach doch im Handstand. Eigentlich. Warum habe ich da nicht früher dran gedacht? Ja, ja. Hätte mir auch einfallen müssen. Weil du gleich einen Schleumerträum hast. Schüttelhirntrauma habe ich. Schüttelhirntrauma, ja. Versuchen Sie es mal per Draht. Ja, hört sie? Den komplett gefickt. Oh, tschüss. Okay. Super Straßen. Ich hab mit Benny schon telefoniert. Oh, Entschuldigung. Ja, was? Ich hab's gerade gefühlt. Ich hab mein ganzes Zeug nur gedacht und nicht gesprochen. Wo bin ich? Jetzt Stromausfall, dann sehen wir ehrlich nichts mehr. Da hatte ich kurz Angst.
Warum schlägt ihr eigentlich ein Messer? Och Mann. Ja, mach's gut. Schon wieder. Genau hier. Und, kennst du Poseidons Kuss? Wenn du am Kacken bist und das spritzt zurück. Der sich das ausgedacht, den will ich einfach wirklich knuddeln. Das ist mir beim letzten Mal. Oh Gott. Ich stell mich an ins Auto, Sir. Nicht schlagen, bitte nicht schlagen. Nehmen Sie die Arme runter, die Pflanzen gehen ein. Okay, okay. So, Sir, was war das gerade für eine Fahrerei, die Sie da an den Tag gelegt haben? Sie haben erstmal links, rechts gewackelt mit Ihrem Auto. Dann sind Sie auf einer Geradeausspur vor uns über die Sperrfläche nach rechts abgebogen, haben uns geschnitten. War das eine Sperrfläche? Und dann sind Sie noch im Gegenverkehr gefahren, als Sie nachher abgebogen sind. Mit TÜV irgendwie. Was ist das denn? Was ist denn okay, TÜV? Du hast doch noch was erzählt. Die haben so ein Prüfzeichen da drauf. Ja, die gucken die dann im Straßenverkehr verwenden. Ja, die sind sogar, für den amerikanischen Raum ist das Ding überqualifiziert. Das warnt dann zu gut, oder was? Steht das dann am Straßenrand und ruft, Achtung! Ja. Ruft sogar die Rettungskräfte dann, automatisch. Was hat der gerade noch durchgefunkt? Der hat uns nochmal wiederholt. Wann wiederholen wir denn? Ich hab doch keine Ahnung. Vielleicht haben die jetzt eine neue Schulung und es ist alles anders und verwirrt und alt und müde. Er schluckt dich dabei aber nicht, ne? Hä? Beim Schlucken? Beim Sprechen? Was? Beim Schwindeln? Alter, was ist denn hier los? Da ist der Bart explodiert. Hallo? Kommen Sie zurück. Halten Sie an. Bleiben Sie stehen. Hey, langsam, tacke die! Ja. Handschellen dran! Erst legen Sie sich da auf die Fresse und jetzt rennen Sie weg, dass ich Sie... Ja, brauchen Sie was zu trinken? Nein. Ist das Asthma oder Leidenschaft? Leidenschaft. Wie sieht der eigentlich alle aus? Der ist über meinen Streifenwagen drüber gefahren. Das sind meine Eier und ich bin der Penis. Als ob nein, ich abgehalten hätte. Ja, hätte. Gott, was ist denn los mit dir? Ich hab Schluck auf. Ja, merk ich. Kann halt nicht mehr. Kitzelt der Tintenfink am Zäpfchen. Ach ja. Kitti. Der wieder raut. So, da bin ich jetzt mich auch was sehen hier. Ja. Scheiße, dann mach die Augen mal auf. Hey, weiter geht nicht. Also, da liegen bestimmt noch die Gurkenscheiben. Oh. Was war das denn? Eine Entity XXR wurde geklaut. Du bist der Beste. Danke. Punkt Entity. Oh mein Gott, wegen einem Kuss, oder? Echt zum Kopf zu machen. Als kurzer Zwischenfunk von Commander Goodman an dieser Stelle. Wir haben zwar keine direkte Funkdisziplin, sondern das Keep It Short and Simple System. Ihre ganzen komischen Zwischenfunken-Geschichten können Sie trotzdem bitte unterlassen. Ansonsten bekomme ich das vielleicht auch noch mit, wer Sie sind und sprechen führen wir Gespräche. So geht das. Und kannst du mal vielleicht dahin leuchten, wo ich hingucke? Und nicht irgendwo offscreen? Was ist denn das für eine Scheiße, bitte? Ich fass es schon wieder nicht. Okay, ja, hallo, ich bin der Derpin. Das fängt ja schon mal gut an. Ja. Einsatzabschnitt Schweizer Käse für ihr. Ja, genau. Und Elfrieda haut einfach die dicke 20er-Bälle. Ich telefoniere. Genau. Ich grab mich hier mal ein, ne? Mann, ey. Nein, lass mich in Ruhe. Sag mir. Mücke. Wow. Oh, geil, das war gut. Oh! Wieder Richtung Norden passieren jetzt. Oh, das war beinahe ein Zivilist. Durchzuziehen in Richtung Süden. Und Unfall. Oh. Ach du Scheiße. Überall Blut und Zähne. Daryl Jr. Delta, Anton, Richard, Richard, Y. Leck mich am Arsch. Yankee, Unicorn, Neil, Pferd, Isabella, Oreo, Reinhard. Er hat auf jeden Fall ein offenes Blitzer-Ticket von $25. Geil. Hey Reynolds. Was ist das denn? Führt der Fahrt drüber. Der führt eine Ratte spazieren. Sir, nehmen Sie Ihre Ratte bitte an die Leine, ja? Nee, das ist nicht meine Ratte. Wieder südlich runter Richtung Waffenladen. Das haben die nicht gemacht, ne? Was machen die? Was läuft er da für eine Schlange hier um unser Auto rum? Das ist ja auch schon der Wahnsinn. Göckchen, der hat getrunken. Hat der gesoffen oder was? Das gehört zum guten Ton da, bitte so, oder nicht? Eingedickte Gurke. Vorsicht, einmal rechts halten. Sehr schön, super. Du musst dir auch mal ein bisschen wieder Freude zurückgeben, ne? Dass die gut waren. Oh. Okay. Der hat sich eingeschesselt. 100%. So, ich will nicht sagen, ich brauche eine neue Hose, aber wenn wir Harmony kurz mal anhalten, wäre mir das nicht schlecht. Egal, wir haben jetzt hier. Hier sei Richtung Osten und dann rechts Richtung Süden an der Stütze vorbei. Ich dachte, du sollst den Patienten mal pieksen, ob er reagiert. Ja. Sir? Der war sehr, sehr, sehr.